Hallo und willkommen zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu bewerten und zu abonnieren, verpasse auch nichts mehr. Wir machen jetzt weiter in DLC City, denn jetzt fehlt es an Megafabriken. Also wir haben ja letztes Mal das Erzindustriegebiet gebaut hier oben. Da fehlt noch sehr viel Deko, momentan einfach nur straight hingebaut. Die Serpentine funktioniert super cool. Ich meine, klar, fahren die ja super langsam um die Ecke rum. Aber so wäre es nun mal auch in echt, wenn man so eine Kurve hätte und den krassen Berg darunter müsste. Und oben die Sachen lagern jetzt erstmal das Lager voll oder das alles ins Lager ein. Sieht man ja, sehr gut auf jeden Fall. Guck mal, zack, zack. Was macht der eigentlich? Achso, die kommen alle von verschiedenen, die großen LKWs kommen wahrscheinlich von den Schaufelradbaggern und die kleinen von den Erzbaugruben. So, und hier passiert natürlich auch noch nicht sonderlich viel. Hier ist ein kleines Lager, Sandspeicher für die Glasfabriken. Ja, und dann kann man jetzt nur noch hier das Erzgebiet erreichen. Und von dort aus fahren die dann auch zum Flughafen oder halt zu diversen anderen Stellen. Da fällt mir gerade mal ein, zum Flughafen müsste ich eigentlich auch noch eine Anbindung bauen, und zwar unterirdisch. Das ist ein bisschen doof. Ich gucke gerade mal. Ah, indem die hier hinfahren. Ich überlege gerade, von wo am besten. Ja, eigentlich direkt von hier, ne? Also wenn wir jetzt hergehen und hier noch eine Abfahrt machen, dann kann man zwei Spuren, sag ich mal, auf die Autobahn fahren lassen. Oh, da kommt die Polizei. Dann fahren direkt zwei, oder was? Sonst vermisse ich einen und jetzt fahren zwei. Dankeschön, Polizei. Wie in echt. Nein, Spaß. Ich muss gar nicht sagen, ich habe noch nicht so viel Polizei gebraucht in meinem Leben. Mal beim Einbruch oder so, als mal eine Tür aufstand. Dann okay, aber ansonsten bin ich eigentlich lieb. Und mir ist auch noch nicht sonderlich viel Böses passiert, zum Glück. Noch nicht. Aber wollte ich nur mal gesagt haben. So. War nix. Ja, das zum Thema, wir können hier mal eben locker flockig noch eine Bahn bauen, ne? Oh, hier ist doch cool. Oh, das ist ja mal mega nice, warte. Guck mal, die ist direkt da unten. Oh, warte mal. Vielleicht können wir auch direkt so machen. Ja, vielleicht aber auch nicht. Doch, warte mal, so. Top. Ja, nicht schön, aber funktioniert. Mit einem Autobahnschild, cool. Da auch, da nicht. Ja, ich glaube, das Ding hier muss ich irgendwie nochmal irgendwann auseinanderklamüsern. Ich meine, ist ja nicht schön. Ich glaube, wir können es aber einfach schöner machen, wenn wir es so machen. Man muss ja nicht so auf Biegen und Brechen die Dinger so straighter dran haben. Kann ja auch so machen. So. Zack. Dann einfach nur in die Mitte einmal raus. So, pass auf, jetzt passiert bestimmt wieder das, was ich will. Wir bauen jetzt die ganze Zeit rum und nachher geht's eh nicht. Und nachher mache ich mir alles weg. Oh. Aber ist halt so, ne? Muss man mit leben. Wenn der Peter baut, dann ist das so. Gerade ohne Probleme kann ich eine Straße in der Mitte machen. Jetzt will hier gar nichts mehr gebaut werden. Ort bereits belegt. Ja, danke schön. Warum war der Ort denn gerade noch nicht belegt? Oh, warte mal. Ja. Und so sieht es auch viel besser aus. Achtung. Bitte, zu steil. Ah, weil es hier sowieso bergab geht wahrscheinlich. Ja, 8 würde gehen. Dann kann man so gerade machen und dann... Oh, zack. Top. So kommt man schnell zum Frachtflughafen. Fertig. Bisschen gerade noch ziehen hier so die ganzen Dinger. Oder auch nicht. Boah, Alter, die Kante ist ja mal mega geil. Jetzt geht's wieder. Oh Mann, ey. Okay, fertig. Jetzt brauchen wir noch einen Bügelautomat. Den benutze ich hier in der Region echt krass oft. Also, ich kann euch versprechen, nächste Map ist komplett plan. Erstmal, bis ich am Bock habe zu bügeln und dann geht's. Übrigens, zu Hause bügel ich nie. Das heißt jetzt auch nicht, dass Dani die ganze Zeit bügelt, sondern wir bügeln beide nie.
So, perfekt. Autobahnanbindung läuft. Jetzt kommen hier noch ein paar Bäumchen hin. Meine Lieblingsbäume. So. Ja, die fehlen irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, auch noch. Genau, Bäume fehlen hier ein bisschen. Oh Mann. Wenn ich mir erzähle, ey. Sag mal, müsst ihr so Preise kriegen für Stusslaberei. Da wäre ich bestimmt ganz weit vorne. So. Guck mal. Super geil. Hier nicht so. Nächste Superfabriken. Guck mal, sieht komplett anders aus. Als ob wir da im Wald wären. So, okay. Da kommen wahrscheinlich die Tierprodukte und wollen dann Drehofenfabrik hierzu einrichten. Ne, gar nicht. Die haben Metalle hierhin gebracht. Boah, Alter. Erhöhe den Output. Ja. Und das ist so hart am Schwanken, weil wir die ganze Zeit irgendwas immer verändern an der Stadt. Mal nehmen wir ein Lager weg, mal bauen wir hier eine Fabrik, die wieder was anderes verbraucht. Dann bauen wir hier wieder eine Fabrik. Fabriken haben wir noch genug, die wir bauen können. Lagerhäuser, hier. Druckerei, Limonadenfabrik. Ah, guck mal, Druckerei hat Diamonds, ne gar nicht, Plastik und Papier. Oh, die ist aber echt groß. Papierfabrik ist, glaube ich, hier. Dann kann man da gegenüber vielleicht mal die andere Fabrik bauen. Papier, Plastik. Ah, ne, gar nicht. Das ist eine Papierfabrik, die macht halt Papierprodukte generell. Aber Papierrohstoff gibt es ja woanders. Den gibt es ja irgendwo hier noch. Warte, gleich da. Finde ich. Schnittholz, Schnittholz, Schnittholz. Hier, Papier. Da ist die Papiermühle. Aber passt ja. Papier wird gemacht, fährt hier rüber, zack. Und hier werden die anderen Sachen gemacht, da brennt es. Hallo? Warum brennt das denn? Warum ist denn da Feuer? Oh. Ah ja, da ist eine Feuerwache, alles gut. Wo aber gar keine Feuerwache ist, ist hier oben in der anderen Industrie. Oder hier auch bei der Autofabrik. Komm, machen wir hier hin. Kommen die dann bis oben hin? Natürlich nicht. Krass, wir müssen hier unten eine hinbauen, 100 pro. Ich muss ja ganz kurz Pause machen, ich weiß gerade nicht, was da los ist, ne? Und hier oben da noch eine. Sicher, sicher. Ich glaube, hier oben brennt es nicht, aber es ist bestimmt geiler, wenn hier eine ist. Achte mal, was ist denn hier los? Besitzer ist der Sandspeicher, exportiert Erzprodukte. Kehrt zur Einrichtung zurück. Westfield. Rockfield. Achso, sind wahrscheinlich die Felder da, ne? Okay. Sandspeicher. Also exportieren. Das heißt, die fahren hier zur Autobahn. Fahren dann hier drauf. Ah ja, genau. Ich wollte hier doch noch anpassen. Was denn da los? Ja, passt natürlich jetzt gerade gut. Obwohl, brauche ich nicht, ne? Die laufen doch. Guck mal, hier gibt es kein Problem. Aber warte mal, wo ich ein Problem sehe, ich möchte nicht, dass die von der Autobahn hier um die Ecke fahren. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, das wollte der machen. Der war jetzt verwirrt, so nach dem Motto, hä, kann ich hier nicht mehr abbiegen? Ja, der Rest passt, okay. Muss natürlich erstmal da reinkommen. Warum fehlt dir Wasser? Ah, boah, wie genau da kein Wasser ist. Aber warum braucht die Feuerwehr denn Wasser? So, die Feuerwehr, ne? Genau, war die Feuerwehr. So, eine Fabrik steht da, passt auch genau da rein. So, nächstes Ding. Wir brauchen alle Rohstoffe. Nutzpflanzen, Erdöl, Plastik. Krass. Komm, wir bauen erstmal. Erstmal bauen. Nächste fette Fabrik am Start, 84%. Verkehrsfluss, alles cool. Limonadenfabrik. Glas? Alter, wie groß ist die denn? Also die hätte ich jetzt irgendwo hierhin gemacht, wegen Nutzpflanzen und Glas von hier oben. Aber die ist ja mal mega groß. Kann man auch nicht hier mal eben so zwischenstopfen, ne? Ne, leider nicht. Okay, nächstes Ding. Elektrogerätefabrik. Ich glaube, die würde ich... Ne, kriege ich auch nicht da rein. Warte. Geht weiter. Sieht noch größer aus, Kleidungsfabrik. Ah ne, die ist sogar schön handlich. Okay. Aber die sieht bestimmt total blöd hier aus. Achtung.
Ah, hier ist ein bisschen der Boden. Da auch an der Stelle. Aber geht. Ist im Rahmen. Hatte ich mir schlimmer vorgestellt, aber ist okay. Ich meine, wenn man bedenkt, wie die Autofabrik aussah, war das echt schon eine Katastrophe. Ein bisschen angleichen hier drumherum. Ich meine, da sind ja Bäume, da fällt das eh nicht so auf. So. Sehr schön. Kommt ein bisschen das Gelände hoch, aber an sich sind da halt ganz viele Bäume drunter und dann geht's. So, Kleidungsfabrik. Tierprodukte, Nutzpflanzen, Plastik. Perfekt, weil die können dann diesen Weg hier nehmen. Kommen dann hier raus, die Tierprodukte. Tierprodukte werden auch hier gebraucht. 47.000. Also importiert wird, glaube ich, auch mittlerweile sehr viel, weil ich glaube, die Felder können das einfach nicht mehr stemmen, die ganzen Fabriken. Ja, obwohl es gibt schon sehr viele Nutzpflanzen, ne? Also ist schon ziemlich hart eigentlich. So, warte, ich habe gerade gesehen, da war ja ein Postamt. Was sagt überhaupt unsere Post? Ich meine, wir dürfen, oder ich habe mir vorgenommen, die Post nicht außerhalb unserer Zone hier zu platzieren. Weil nur das ist Industries. Das hier nicht. Klar fährt die Post da auch rüber, aber trotzdem ist nur das hier Industries. Oh Mann. Wie soll ich das denn noch machen hier? Warte mal. Ah nein. Da ist ja eine andere hier. Wollte schon sagen, warum ist denn hier so ein doofer Knick drin? Jetzt weiß ich's. So. Hier hätte ich auch gerne so ein Kästchen, was man so aufziehen kann. Oh, warum ist die Straße? Ah ja, genau, da wollte ich ja die Fabrik hinbauen. Hab die erledigt. Also hier können noch eventuell ein paar Fabriken hin. Vielleicht mit einer separaten Autobahnabfahrt. Was hier hinkommt, müssen wir nochmal gucken. Da ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen Platz. Aber zumindest können wir bestimmt noch eine Fabrik bauen. Schiffswerft. Oh. Abo. Ja, ich sag mal so, die könnte ich jetzt hier oben reinballern, aber ich glaube, wir ballern die echt hier hin. Hier so an die Ecke. Da müssen wir halt das Industriegebiet oben weiter noch. Also machen wir Industrie-DLC wahrscheinlich so. Also eine Schiffswerft wäre echt cool. So quasi. Und dann ist das andere weg. Genau. Top. Und das ist auch so blöd, dass das immer in irgendwelche Straßen reinsnappt und dadurch ist das dann so ein bisschen krüsel. Ich meine, gut, darauf kommt es jetzt nicht an, aber. So. Das gehört zu After Dark. DLC Tourismus. Der kommt auch von After Dark. Aber die Schiffswerft bauen wir jetzt hier hin. Und eine Kaimauer hätte ich ganz gerne nochmal. Die hier so ein bisschen um die Ecke geht. Komm her. Top. Und da einmal hoch. Passt. Sieht immer noch kacke aus, aber passt schon. So. Jetzt hätte ich gern hier die Props, Buildings, Surfaces, Trees, Node, Segment. Na, warte mal, und Trees. Sind die Steine zumindest weg? Tschüss. Dann würde ich gerne. Warum ist das denn so groß? Genau, das ziehen wir mal ein bisschen nach unten. Nicht zu weit, so dass das mit der Ebene passt. Hier vorne die Ecke würde ich gerne nehmen, aber irgendwie, warum kann ich das nicht auswählen? Da auch. Ich kann es einfach nicht. Okay, machen wir anders. Das und wir sagen Notes. Warte. So. Und die Nodes bringen wir jetzt mal alle auf eine Höhe. Und zwar auf die Höhe von der Node. Zack. Top. Da geht es ein bisschen hoch. Jetzt ist das auch einigermaßen gerade hier. Gut, hier ist noch eine blöde Ecke, wie man sehen kann, aber ist okay.
Mach ich immer, ne? Aber ist okay. Ändere ich immer trotzdem. Ist okay, aber ändere ich. So. Fertig. So, das hier wird noch zu Gras. Darf man nicht vergessen. Und hier kommt jetzt eine coole Schiffswerft hin. Schiffswerft. Mein Gott, Schiffswerft. Oh ja. Die arbeiten da gerne, solange bis der Damm aufgeht. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn der Damm aufgeht. Alter, super geil. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn man jetzt, sag ich mal, eine Stadt hätte, die mit unendlich Geld, wo man nicht drauf achten müsste. Da könnte man davon, ne, kann man gut, in dem Fall jetzt nicht, aber da könnte man davon so verschiedene Sachen oder auch die Sachen einfach hintereinander planten, sodass es halt aussieht wie so ein richtig krasser Hafen. Jetzt geht's ja leider nicht. So, was brauchen wir? Hier machen wir einfach eine normale Straße, glaube ich, hier. War das jetzt Absicht? Achso, hier ist die Straße. Da auch wieder, minus 2. Was ist denn hier wieder verkehrt? Ich glaube, so war's. Also ich glaube, davon mache ich auch mal ein Tutorial. Hintergrund ist, dann beschäftige ich mich mehr damit. Mit dem Tool. Oh Mann, ey. Ja, das war blöd. Sieht so aus wie reingeschissen. Ne, jetzt mal, aber mal im Ernst. Das ist doch blöd. Wahrscheinlich auch nur ein Klick, den man hier machen muss. Ganz gerne in die Kommentare, wenn ihr den Klick kennt. Hier, zack. Ich meine, gut, hier ein paar Sachen. Kann man so mit der Hand nochmal nachbessern. Ich meine, alles geht auch nicht, wegen der Schiene, die jetzt da drin ist. So. Voll am Wobbeln, ey. Vielleicht ja so, Alter. Ja, hat mir gerade schon besser gefallen. Wir machen das hier so rum. So. So schön rum, dann ist hier noch eine Note. Die verschieben wir mal. So, schöne gerade. Ja, gerade Straße übertrieben. Nennen wir es mal eine interessante Straße. So. Und es läuft, glaube ich, hoffentlich. Ja, ist auch ein bisschen doof, ne? Weil ich weiß ja nicht, wie viel Material die da letztendlich brauchen. Die Anbindung ist nur so semi-gut gerade. Und vielleicht reicht der Strom auch. Vielleicht auch nicht. Alter, die brauchen Schnittholz, Plastik, Glas und Metalle. Das wird echt krass. Und dann bauen die da Schiffe drin und dann werden die vorne rausgekommen. Wie cool ist das denn, bitteschön? Ich sollte trotzdem wahrscheinlich eine Straße vielleicht irgendwo hier anknüpfen. Einfach wegen dem Material und sowas, ne? Sonst fahren die ja ewig. Und überlege gerade, ja, unterirdisch geht hier auch noch die Bahn her, ne? Da muss man mal gucken, ob das geht. Aber nicht jetzt, später vielleicht. So, geile Schiffswerf. Boah, das werde ich nochmal ändern, ne? Das sieht ja mal so kacke aus. Aber sowas von. Na komm, machen wir nicht jetzt. Da haben wir schon genug Zeit verplempert. Kriminalitätsrate ist hoch. Postamt. Okay, cool. Ist hier nicht irgendwo eine Polizei noch in der Nähe? Ich meine, ich kann jetzt hier nochmal eine Polizei hinsetzen. Da. Sogar eine große Station. Mein Gott. Ah, jetzt ist fertig. Da muss nur einmal eine Polizei vorbeifahren, dann geht's. Mehr muss da gar nicht passieren. Kleidung läuft. Wir machen 50.000 plus. Hier reduziere ich nochmal ganz kurz. Ich glaube, ich mache erstmal alle Fabriken auf 100. Gerade auch wegen den Metallen. Das läuft auch. Letzte Folge gebaut. Geht super ab. Und da ist sogar eine Ampel. Ich habe die Ampel angelassen. Oh nein. Egal, lassen wir mal. Manchmal sind Ampeln ja nicht verkehrt, obwohl die müssten eigentlich zusammengeschaltet werden. Ne? Vielleicht machen wir die weg.
Eine Ampel weg. Tschüss. So, der Rest ist gut. Können als Vorfahrtsstraße nehmen und die müssen halt gucken. Es sind hier eh nur die Glasfabriken rechts und links. Polizeiwache steht. Sand ist voll. Boah, krass, ey. Läuft. Ah, genau, ich wollte gucken, was die bringen. Die machen 155 Tonnen Erz und importieren sogar noch was. Das Importieren kostet mich 240. Aber eigentlich verstehe ich es nicht. Weil wenn man guckt, die importieren relativ wenig. Verkaufen aber gleichzeitig 80 Tonnen. So, warum importieren die denn, wenn die das Erz direkt wieder verkaufen? Macht gar keinen Sinn. Aber gut, ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir haben heute fette Fabriken gebaut. Und in Industry nähert sich fast schon langsam dem Ende. Und jetzt habe ich gar kein Postamt gebaut, ne? Lava vom Postamt und baut er nicht. Voll gut. Warte, gucken wir nochmal ganz kurz. Wenn ich weiß, wo das war. Hier war es, glaube ich. Ah, ne, da waren Mautstellen. Postamt. Hier. Ja, da müsste man hier noch sehr, sehr viele bauen. Ich meine, wie gesagt, die fahren auch in der anderen Stadt rum, ne? Total komisch. Hier, direkt daneben. Geiler Dienst. Da ist eins. Hier ist ein. Hier sind so viele Postämter, ne? Ja, in der Stadt, sag ich mal, wo man alles spielt, da kann man auch alles lassen. Hier in der Ecke machen wir nur eins, macht gar keinen Sinn. So mitten im Nix zwischen den Firmen. Okay, Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss.